Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal zu Pain. Und ja, wir haben in der letzten Folge haben wir ein Schild bekommen. Mega cool. Und jetzt sollen wir ja weiter zum Pollenpass. Da wird uns wahrscheinlich jemand besser helfen können, der sich mit Menschen besser auskennt. Okay. Der sich besser auskennt und uns eventuell noch ein bisschen bessere Rüstung oder uns ein bisschen besser ausstatten kann, weil die Krokos ja finden, wir sind schwach, beziehungsweise wir sehen zerbrechlich aus. Ja, gegen so ein Krokodil werden wir auch keine Chance haben, aber wir werden mal schauen, was angreifen. Wolltest du mich angreifen? Wir haben übersehen. Was ist das denn hier? Achso, das ist kein Punkt. Okay. Wir müssen hier lang. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird wohl nicht richtig sein, was wir hier machen. Aber wir werden mal versuchen. Ich muss nochmal auf die Karte gleich gucken. Wir werden gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Was ist das denn hier? Waren wir hier schon? Nein, waren wir nicht, ne? Ja, alles klar. Gehen wir hier durch? Na, wo sind wir? Was ist das hier? Wir können auch wahrscheinlich einfach da. Ich habe irgendwas falsch gemacht, bestimmt wieder. Aber wir gehen mal hier auf der anderen Seite raus. Mal sehen, wo wir da auskommen. Vielleicht kommen wir hier ja zum Pollenpass. Junge, du sollst hier... Schön. Das Schöne ist ja, dass wir hier immer... Dass es hier eine Open World ist und wir hier die ganze Zeit hin und her laufen können. Das ist mega cool, auf jeden Fall. Das wie... Moment, so. Wo bin ich denn? Weiß nicht, wo ich bin. Das bin ich. Da muss ich hin. Okay, alles klar. Wie? Weggehen. Heimat Küstenklippen. Keine Ahnung. Hier irgendwie. So. Bin ja hier aber irgendwie falsch, ne? Ja, hier irgendwie ein little bit falsch. Was ist denn hier? Schlüsselgrab. Okay. So. Bühneneisen. Bühneneisen. Mensch. Wenn man hier alles finden kann, das sieht auch so mega geil aus, ne? Da in der Mitte passiert bestimmt irgendwas Schlimmes nachher. Da möchte ich nämlich nicht hin. Stell hier auch irgendwie immer alles bereit. Komm, hüpf. Nein. Ist doch echt scheiße. Geht doch so. So. Okay, wir laufen gar nicht so falsch. Wir laufen jetzt wahrscheinlich einfach nur einmal über. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ne? So, ja, ich laufe richtig, okay. Wir laufen jetzt bestimmt einmal über diese Höhle rüber, wo wir gerade drinnen waren. Hier ganz in der Nähe eigentlich sein.
Ah, hier unten wahrscheinlich, ne? Okay, ich glaube, das ist Hilfe. Mimi, Mimi, die wollen uns angreifen. Oh ja, hallo. Die sterben gleich so unnormal. Wir sind gestorben. Okay. Alles klar. Ja. Okay, ich weiß nicht, wo wir jetzt hier stehen. Okay. Müssen wir dann... Starten wir dann auch hier am ADW? Ich glaube, das war hier gar nicht so falsch, wo ich lang gelaufen bin. Aber ich glaube, wir müssen. Ich glaube einfach, wir müssen irgendwie oben irgendwo lang oder so. Weil wir normal gelaufen sind, haben die Vögel uns ja schon erwischt. Und uns auch schon gesehen. Was ist das hier? Ist ja eigentlich erstmal Wurst. Hauptsache, die kriegen erstmal irgendwas. So. Damit die friedlich sind. Aber ich glaube, ich laufe ins Falsche. Okay. Hier hoch. Auch nicht, oder? Naja, kann ich aber nicht. Kann ich das anmachen? Okay, hier stecken wir jetzt nochmal was rein. Wo kriegen wir das, oder? Bühneisen, nee, das kriegen die nicht. Was auch immer das hier ist. Das kriegen die, Holz, das, das. Das? Buttermoos, das, das. Und Holz. Einfach mal ein bisschen was geben, so. Denn in der Hoffnung, dass sie uns jetzt nicht angreifen, weil wir quasi... sein, dass er hier irgendwo dazwischen sein muss, oder da oben. Hier wird sie nicht immer größer irgendwie. Das nicht. Oh, bist das auch nicht. Hier ist der Häuptling. Okay, die schläft oder so. Mann, Mann, was ist falsch mit denen? So. Aber wo ist denn jetzt? Ja. Rein? Okay. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Gehen wir mal hier hoch. Sie kann ja auch nicht. Voll. Hier. Voll. Pollenfelder. Okay, hier sind Pollenfelder. Ich glaube, hier irgendwo der Pollenpass sein. Like. Weil. Eigentlich
hier schon Pollen federn sind. Ja, mit dir möchte ich aber nicht sprechen. Der auch hier irgendwo in der Nähe der Pollenpass sein, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann auch wieder sein, dass ich wieder einen kleinen Denkfehler habe, aber ich denke, dass es hier unten ist, also dass das hier irgendwo der Pollenpass ist. Boah, leck mich. Ja, ja, passt schon. In Ruhe. Kackervogel. Ach ne, jetzt muss ja ein Dingsbums. Hier würde ich vermuten, dass hier irgendwo der Pollenpass ist. Statt den Pollen. Eier, zerbrochene Eier. Was ist das hier? Da hinten? Hühnchen? Rote Hühner. Okay. Hier können wir noch wieder was mitnehmen. Hier ist auch nicht der Pollenpass. Hier sind wir irgendwie ganz woanders. So. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich suche den Pollenpass. Was ist denn da? Kann man da hochklettern? Kann man da hochklettern? Jetzt will den wir rausfinden. Aber ich muss erstmal den Pollenpass finden. Kartfelder. Muss doch hier aber dann irgendwo sein, oder nicht? Also Kartfedern haben wir ja schon gefunden. Pollenfedern. Oder so. Das hatten wir ja gefunden. Ist auch dahinter. So würden wir eigentlich drauf zulaufen. Müssten wir eigentlich. Das vielleicht doch da drinne? Ich hätte echt vermutet, dass das hier irgendwo ist, weil... Ja, wie gesagt, da oben ist ja Pollenfelder. Ja, wo? Kommt man nicht hoch, oder? Hm. Komm ich hier hoch? Schießen. Kommt das vielleicht noch? Also kann man das irgendwas machen? Hm? Da. Da ist doch was zum Schießen. Auch noch mal gegen schießen. Ach, dann fährt das nach hinten. Okay. Ah, okay, ich habe das gecheckt. Ich muss nur noch mal wieder runterkommen. Das habe ich nämlich gerade nicht gesehen. Dass man da irgendwo hier drinne irgendwas kann. Was ist denn hier noch schön? Heilball. Ah, ich hab Klamotten gefunden. Okay. Bin ich jetzt im Pollenpass? Nee. Weichglas. Okay. Was haben wir denn alles Schönes bekommen? Handgelenkschoner, die können wir ausrüsten. Und das können wir auch mal ausrüsten. Wir sehen aus wie ein... Naja. Ein Kommentar. Ist noch weiter nach oben? Nee.
So, dann dagegen schießen. Hui. Hui. Nicht runterfallen, bitte. Eine schöne Kiste. Ist da drin? Fehlgeschlagen. Ein Schlüssel ist erforderlich. Alles klar. Kriegen wir da jetzt einen blöden Schlüssel her? Alles klar, ja. Aber das ist ja gar nicht hier unsere Mission, die wir machen wollen, sondern wir wollen ja da lang. Wir wollen ja den Pollenpass finden. Ah, ich bin zerbrechlich wie die hier, wie diese Tingelblume. Hat er doch vorhin gesagt. Ich laufe falsch. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Und ich muss diese blöde Dings finden. Federn. Ich kann mir auch mega gut vorstellen, dass es irgendwie in der Höhle drin ist, weil... Oh lol. Bin ich eigentlich so dämlich? Ich kann nicht lesen, oder? Da steht, erkunde den Pollenpass gleich Höhle. Mann. Aber bitte, Gott, lass einfach Hirn regnen für mich. Ich muss doch die Höhle hier machen, alles klar. Gut, gut zu wissen. Sehr schön. Hühnchen. So, alles klar. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, was wir hier überhaupt machen müssen. So. Aufstehen oder so? Okay. Kann ich reinstecken? Achso. Alles klar. Ich glaube, ich kann. Nein. Alles. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Da rein da. Erstmal da reinstecken. Leute, ich bin so einzeln, wenn nicht so. Wie willst du durchgehen? Okay. Was passiert, wenn ich das jetzt hier reinstecke? Geht das mal wieder runter. Aber es muss ja... Da rein? Ah, das ist da. Was kann ich denn hier machen? Hm. Hä? Das wird jetzt wieder eine Folge, wo ich einfach nur der Oberlustige werde. Okay, das Tor ist auf, ja. Befehl. Ja. Aber wenn ich hier lang laufe, ist ja aber auch, oder? Wie schnell ist das?
bin dann aber auch wieder da. Okay, warte mal. Das muss da rein, damit die Tür aufgeht, ne? Ah, okay, super. Oh Mann, das war aber auch schon wieder... Alles klar, wetten, hinter mir ist die Tür zugegangen. Okay, tatsächlich nicht. Okay. Passiert. Okay, das Ding ist abgestürzt. Ja. Na klar. So. Der Rätsel fürs Erste gelöst. Was passiert jetzt? Den hatten wir gerade gar nicht in der Hand. Oh, mein Mammut. Mammut. Ist das? Hallo? Ein Mensch in meiner Höhle? Oh, welch Glück. Es ist schon lange her. Du bist wohl Groff? Aber sicher, du hast ja keine Ahnung, wie lange mich schon niemand mehr besucht hat. Und dann auch noch ein Mensch. Oh. Wie heißt der Groff, ne? Groff. Oh, ein Groff. Verlässt du denn nie die Höhle? Die Welt da draußen? Nö, die ist nichts mehr für mich. Alle sind mit ihren Problemen beschäftigt, Ein Gemeinschaftssinn gibt es überhaupt nicht mehr. Abgesehen von euch Menschen könnte ich nur die Gegenwart meiner Schwester ertragen. Aber sie ist schon lange nicht mehr gesehen worden. Es gibt noch mehr von euch? Oh, es gab ziemlich viele von uns, aber wir zogen uns zurück, als die Inselbewohner von Tag zu Tag machthungriger wurden. Wie auch immer, du hast doch hoffentlich einen Auftrag für mich, oder? Man hat mir gesagt, ich sollte dich für Schutzausrüstungen oder ein paar Werkzeuge aufsuchen. Oh weia, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr angefertigt. Ich habe meine letzten Menschenkreation jemanden wie dir gegeben, aber das ist schon lange her. Er war ein Freund. Ich glaube, er versteckt sich in einem verlassenen Wachturm in der Nähe. Ich stellte Ausrüstungen her, Werkzeuge, aber auch Truhen zum Verstecken der eigenen Farbe. Als Bezahlung brachte er mir diese glänzende Kugel. Ich liebe sie. Du solltest zu seinem Versteck gehen. Vielleicht kannst du da noch einige Menschensachen finden. Oh, bevor ich es vergesse, all meine Truhen hatten einen winzigen Schlüssel. Du wirst Schlüsselgraphit für ihre Herstellung brauchen. Ich werde es für dich aufschreiben. Okay, ich werde versuchen, es zu finden. Danke fürs Vorbeischauen, Mensch. Bitte komm mich doch ab und zu besuchen. Das werde ich machen. Du bist mir sehr sympathisch, du kleiner Mammutwurm. Schlüsselgraphit ist ein endliches Material, das zur Herstellung eines Albama-Schlüssel Verwendung findet. Es kann oft an abgelegenen und schwer zu erreichenden Orten gefunden werden. Ja, was ein Wunder. Ein Mammut. Fackel da wieder mitnehmen. War noch was? Vergiss aber schnell, kleiner Mensch. Geh durch den Westausgang dieser Höhle, dann solltest du förmlich darüber stolpern. Jetzt bestens. Aber ich glaube, wenn ich das hier folge, dann. Ja, die Fackel wollte ich. Kann ich die mitnehmen? Nein? In dem sehe ich wirklich minimalistisch aus. Die Fackel kann ich wohl anscheinend nicht mitnehmen. Ich weiß auch nicht, was hier sonst passiert würde. Dann sind wir hier oben, wo das Ding abgestürzt ist. Ah. Dann noch höher eigentlich.
wieder raus müssen, ja? Der Westen. Von hier reingekommen. Ich glaube, ich muss andere Seite raus, ne? Ja, hier ist nicht so der Hammer. Natürlich, ich muss auf der anderen Seite raus. Ja, ich untersuche den verlassenen Wachturm. Das ist unsere nächste Aufgabe. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wenn ich hier unten lang gehe, dann müsste ich da ja theoretisch sofort drauf zustoßen. Und ich muss ganz dringend was zu essen finden. Aber ich weiß noch nicht, was das hier alles sein soll. Was da oben alles ist. Also, wie wir da hochkommen, was wir da machen können. Weil da müsste es ja auch eigentlich einen Weg hochgeben. Da müsste es ja irgendwas Cooles geben. Ist der gegenschlagen vielleicht? Okay, ja, alles klar, keine Ahnung. So. Dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal schauen, wo dieser Wachturm ist. Den Wachturm untersuchen und schauen, was uns dann in der nächsten Folge erwartet. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Adios. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir erkunden Albama oder so.